Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Von Zucker und Blut, von Monden und Mähnen, von Diebstum und Drogenkonsum. Die Geschichte der Khajiit. Bekannt für ihr Geschick und ihre Intelligenz, gefürchtet für ihre Krallen und ihre lautlosen Bewegungen, verdammt für ihre Drogen und ihr eigenwilliges Verständnis von Eigentum. Die katzenhaften Khajiit sind eine der Tierrassen Tamriels. Sie leben ganz im Süden in einem Land namens Elsewhere. Woher sie kamen, ist nicht abschließend geklärt. Manche glauben, sie seien die letzten Überlebenden der ursprünglichen Einwohner Tamriels, bevor die Menschen und Meer erschienen. Manche glauben, sie hätten wie die anderen Völker auch aus dem Altmeer entwickelt. Manche glauben, sie hätten sich auch wie die anderen Völker aus dem Altmeer entwickelt. Wieder andere glauben, sie haben sich aus Raubkatzen entwickelt. Der Begriff Khajiit bedeutet in ihrer eigenen Sprache so viel wie Wüstenläufer, und wenn man einen Blick auf den nordwestlichen Teil ihres Landes wirft, wirkt er auch passend. Ringsherum befinden sich aber dichte Dschungel. Kein Ort, an dem man leben möchte, aber die Khajiit haben sich daran gewöhnt. Das Aussehen variiert stark von Khajiit zu Khajiit. Während manche in einem Jaguar ähneln und über ein nachtschwarzes Fell verfügen, ähneln andere einem Tiger und wieder andere sind kaum von Waldelfen zu unterscheiden. Nur der Schwanz verrät sie. Bei der Geburt sehen alle Khajiit noch in etwa gleich aus und sind nur ein wenig kleiner als Menschenkinder. Innerhalb von ein paar Wochen bilden sich jedoch die Charakteristika heraus. Sie wachsen zudem schneller als Menschenkinder und können bis zu 100 Jahre alt werden. Welches Aussehen ein Khajiit haben wird, hängt von der Stellung der beiden Monde Massa und Sekunda bei seiner Geburt ab. Ist bei Massa voll und Sekunda Neumond, wird der Khajiit ein Pama, also ein Tiger-Khajiit. Ist bei Massa dagegen Neumond und Sekunda abnehmend, wird es ein Dagirat, eine dünne und agile Art, die sich sogar auf Magie versteht. Durch die Einteilung in das sogenannte Mondgitter kann es sein, dass zwei Geschwister keinerlei Ähnlichkeiten aufweisen und trotzdem von denselben Eltern stammen. Aber bei mindestens 17 verschiedenen Arten ist das auch wohl kaum anders zu erwarten. Und dann gibt es da noch eine besondere Art der Khajiit, die Mähne. Sie wird nur geboren, wenn ein dritter Mond erscheint. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sind sie äußerst selten und das heißt, dass es nie mehr als eine einzige Mähne zur gleichen Zeit geben kann. Oftmals sind sogar spirituelle und politische Anführer innerhalb der Gesellschaft. Die Monde spielen noch eine weitere bedeutende Rolle im Leben der Khajiit. Jeder Mondkombination wird ein Gott zugeordnet. Er gilt als Patron der unter dieser Kombination geborenen Khajiit und wird entsprechend verehrt. Ursprünglich wurde angenommen, die Götter der Khajiit seien heidnischer Glaube, wie er bei anderen Tierrassen vorkommt. Aber weitere Studien haben gezeigt, dass es einige Parallelen zwischen den Mondphasen und dem Pantheon des Kaiserreichs gibt. Beispielsweise ist der khajiitische Gott Alkosh oder auch Drachenkönig der Katzen genannt, ein Pendant zum kaiserlichen Akatosh oder dem elfischen Auriel. Die Mutterkatze entspricht Mara, die Mondbestie entspricht Lorcan und mein persönlicher Favorit, die Skoma-Katze, entspricht Sheogorath. Sie waren schon ziemlich kreativ bei der Namensgebung. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass die Khajiit auch die beiden Monde, Massa und Sekunda, selbst als Götter verehren. Lediglich heißen sie in ihrer Sprache Jon und Jod. Die Daedra finden ebenfalls ein Pendant. Die Dromatra, die dunklen Geister von Elsewhere, die den abgekehrten Phasen der Monde entsprechen, können mit den Daedra verglichen werden. Die Verbindung der Khajiit zu ihren Göttern ist tief verwurzelt und nach ihrer Auffassung beidseitig. Sie glauben, dass ihre Götter ihr Volk regelmäßig segnen in Form von Mondzucker. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die in den Wäldern von Tenmar vorkommt. Nach ihrer Auffassung wird das Mondlicht im Wasser der Topalbucht eingefangen und über die Zwillingsgezeiten in die Zuckerstöcke des Tenmar-Waldes gespült. Daher bezeichnen sie ihn auch als kristallisiertes Mondlicht. Durch die Einnahme des Zuckers glauben die Khajiit, dass sie eine kleine Portion der ewigen Seelen ihrer Götter zu sich nehmen. Aber auch darüber hinaus findet Mondzucker Anwendung. So kann man beispielsweise als würzende oder magische Zutat verwenden oder auch zur Herstellung von Skoma, einer illegalen Droge, die im Kaiserreich sogar verboten ist. Die Khajiit sehen das aber etwas lockerer. Der Konsum von Mondzucker löst Ekstase und Hemmungslosigkeit aus und führt dazu, dass die Straßen der Hauptstädte gefüllt sind mit den zitternden Leibern der Khajiit. Dennoch ist Mondzucker ein Bestandteil des alltäglichen Lebens. Da die Khajiit schon immer Naschkatzen gewesen sind, Entschuldigung wegen des Wortspiels, und Süßspeisen über alles lieben, verfeinern sie viele ihrer Gerichte mit Mondzucker. Wenn ihr also mal in Elsewhere verweilt, seid vorsichtig mit dem Essen. Khajiit vertragen Drogen jeglicher Art recht gut, aber Menschen und Meer eben nicht.
Innerhalb der kaschitischen Gesellschaft haben sich im Laufe der Zeit zwei Richtungen herauskristallisiert. Auf der einen Seite die in den dicht bewachsenen Dschungeln des Süden lebenden Kaschid. Schon vor der Ankunft der Menschen und Meer trieben sie Handel mit Salzreis und Mondzucker und verfügen über eine blühende Kunstszene. Eine wichtige Instanz sind hier die Clanmütter, die die Landwirtschaft verwalten, also unter anderem den Anbau von Mondzucker, und dadurch verfügen sie über großen politischen Einfluss. Auf der anderen Seite gibt es die Kaschid, die in den trockenen Öd- und Grasländern des Nordens leben und zumeist in nomadischen Stämmen unterteilt sind. Sie werden auch häufig von Stammesführern geleitet. Bei beiden ist die Einstellung zu persönlichem Besitz gleich. In ihren Augen gehört jemandem etwas nur dann, wenn er es explizit sagt oder kennzeichnet. Alles andere hat keinen Besitzer und nach ihrem Verständnis dürfen sie sich einfach nehmen, wenn es ihnen gefällt. Dieser Umstand führt zu dem vorherrschenden Vorurteil, alle Kaschid seien Diebe. Aber sollte ein Kaschid entscheiden, dass das Schwert an eurem Gürtel doch besser ihm gehören sollte, dann überlegt lieber zweimal, ob ihr Einwände erhebt. Die Kaschid verstehen sich nämlich aufs Kämpfen. Ihre Krallen bewehrten Hände und Füße sind von Natur aus gute Waffen und darüber hinaus verstehen sie sich sehr gut auf die Verwendung von Waffen. Besonders leichte Waffen wie Säbel, Dolche oder auch Langbögen scheinen ihnen zu liegen. Gepaart mit einer leichten Rüstung und ihren leisen Schritten sind die Kaschid gefährliche Krieger in jedem Terrain. Das Heimatland der Kaschid liegt ganz im Süden Tamriels. Elsewhere, wie sie es nennen, mag die jüngste der heutigen Provinzen sein. Doch die Kaschid bewohnen dieses Stück Land schon weit länger als die anderen Völker Tamriels. Es heißt, hunderte von Zivilisationen lägen unter den Dünen Elsewheres und die Kaschid seien nur die jüngsten Bewohner dieses vielfältigen Landes. Dies allerdings auch schon eine geraume Weile. Als die ersten Menschen in Tamriel ansiedelten und ein erstes Verständnis für Pflanzen und Ackerbau erlangten, existierten bereits Handelskarawanen der Kaschid. Als die ersten Wohner Admoras die Küste erreichten, also im Norden, hatten die Kaschid bereits eine ausgeprägte Kultur entwickelt. Zu Beginn der ersten Ära gab es 16 unabhängige Reiche innerhalb Elsewheres. Doch im Gegensatz zu den früheren Menschen- und Elfenkönigreichen führten sie keinen Krieg um Ländereien oder Macht. Sie erkannten die Eigenheiten und Stärken an und nutzten sie, um ihr Reich einer speziellen Aufgabe zu widmen. Die einen waren hervorragende Fischer, die anderen gute Krieger. Sie führten untereinander Handel und profitierten entsprechend voneinander. Die Frage nach dem Machtanspruch wurde von den Monden geregelt. Waren beide Monde, also Masse und Sekunda, voll, hatten die Nequental das Sagen. Waren beide nur halb voll, Torval und so weiter. Es herrschte eine natürliche Balance, die die Kaschid für tausende von Jahren vor Feinden schützte. Das Alsianische Reich war klug genug, seine Grenzen nicht so weit in Richtung Süden zu erweitern und auch die Bosmer von Valenwald wussten, wie weit sie gen Osten expandieren durften. Im Jahr 2260 der ersten Ära wurde dieses Gleichgewicht jedoch zerstört von der Thracianischen Seuche. Sie erhielt ihren Namen vom Korallenkönigreich Thras ganz im Südwesten Tamriels. Die dort ansässigen Krecken, eine schneckenartige Rasse mit einer Vorliebe für Nekromantie, erschuf die Seuche und entfesselte somit eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte des Kontinents. Die Beweggründe der Krecken sind bis heute ungeklärt, die Folgen aber unübersehbar. Von den einst 16 Reichen der Kaschid haben nur zwei die Seuche überlebt. Unglücklicherweise waren es die Palatin und die Nequenhal, die vermutlich unterschiedlichsten der beiden Reiche. Sie hatten grundlegend verschiedene Interpretationen von der kaschidischen Kultur und konnten einander einfach nicht leiden. Die im Norden ansässigen Nequenal wurden als grobschlächtige Barbaren erachtet, während die im Süden beheimateten Palatin für dekadent und verschwenderisch gehalten wurden. Für Jahrhunderte kämpften die beiden Reiche um Land, doch keiner der beiden konnte nennenswerte Siege erringen. Zwar waren die kriegerischen Nequenal den Palatin überlegen, doch die konnten sich wiederum Söldner leisten. Die Fronten waren verhärtet. Erst im Jahre 309 der zweiten Ära wurden die Kaschid wieder vereint. Die Herrscher der beiden Reiche, Kjargo und Eschita, heirateten und beendeten so die Konflikte. Auf sie geht übrigens auch der Name des Landes zurück, Elsewhere. Es ist jedoch nicht abschließend geklärt, wieso sie sich für diesen ungewöhnlichen Namen entschieden haben. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass das Land in Anlehnung an ein kaschitisches Sprichwort benannt wurde. A perfect society is always found elsewhere. Eine perfekte Gesellschaft kann man immer nur woanders finden. Es würde zumindest zu den Kaschid passen, ihr Land mit einem Augenzwinkern zu benennen. In der Folge ebbten die Streitigkeiten jedoch nicht ab. Zwar gelang es den Mänen immer wieder Frieden zu stiften, doch er war nie von langer Dauer. So wurden sie zwar Teil erst des Cyrodiilischen und später des Septimischen Kaiserreichs, doch gegen beide rebellierten sie irgendwann.
Auch mit ihren Nachbarn aus Walenwald brachen sie einen Krieg vom Zaun, in dessen Folge die Grenzen leicht verschoben wurden. Doch Ruhe kehrte in Elsewhere nicht ein. Ein Ereignis erschütterte die Khajiit sogar in ihren Grundfesten. Im Jahre 98 der vierten Ära verschwanden die beiden Monde, Massa und Sekunda, was unter den Khajiit zu großer Angst und neueren Konflikten führte. Erst 2 Jahre später erschienen sie wieder am Firmament. Die Talmor behaupteten, sie hätten durch ihre Magie die Monde zurückgebracht und die Khajiit waren ihnen so dankbar, dass sie kurze Zeit später die Kaiserlichen aus Elsewhere vertrieben und ihre einstigen Königreiche wieder einsetzten. Nun unter der Führung der Talmor. Und das ist das Ende unserer heutigen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.